Moinsen! So, dann wollen wir mal zur Tante hinflitzen. Mal gucken, was sie jetzt von uns will hier. Die hat ja gesagt, die will irgendwas testen. Und, wie ist der Plan? Wir werden mal sehen, was du behalten hast. Komm mit. Okay. Ich komm mal mit. Abstergo ist da draußen und sucht nach uns. Sie haben mehr Geld und bessere Ausrüstung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns hier finden. Mhm. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit sein. Aktiviere bitte das Sicherheitssystem des Lagerhauses. Du musst selbst herausfinden, wie du die Sensoren erreichst. Hey, komm schon. Ein kleiner Tipp. Mach die Augen auf, Desmond. Hä? Bitte was? Muss ich die in einer bestimmten Reihenfolge aktivieren oder kann ich die einfach so? So, das ist an. Ich hoffe mal, das bleibt auch an. Dann war da hinten eins. Da können wir ja die Treppe nehmen. Ist zwar langweilig. Ach Mensch, guck mal, da ist auch noch einer. Was? Was ist denn hier jetzt kaputt? Was war das jetzt? Lucy? Ich sehe Dinge. Ich glaube, ich habe Hallus. Dauern die Halluzinationen länger als 30 Sekunden? Nein. Dann mach dir keine Sorgen. Das ja. Ist vorbei. Ja, supi. Beruhigt mich. Und? Wie schlage ich mich? Du beherrschst jede einzelne von Ezios Fähigkeiten. Die ich mach gar nichts. Noch ein, zwei Tage und wir sind fertig. Gut, aber sag mir, warum Ezio? Warum Italien? Ich meine, wir hätten zurück zu Altair gehen können. Ihm durch seine Jugend folgen. Es fing mit 16 an. Ah, der gute alte 16. Er hat mein Zimmer gestrichen. Mit seinem Blut. Ich habe seine Dateien gecheckt. Okay, da geht's nicht lang. Markiert. Verschiedene Vorfahren, verschiedene Daten. Da oben ist das letzte. Na ja, gut, da können wir doch einfach bloß die andere Treppe nehmen, oder? Leiter. War er von Italien besessen? Naja, schätze, er wusste von der Gruft. Wenn ihr das jetzt nicht wichtig ist, wie wir es machen, dann machen wir es einfach auf den einfachsten Weg. Und die, die wir haben. Nach allem, was die Templer ihm angetan haben. Nach allem, haben wir alle? Was ich ihm antat. Es ist alles durcheinander. Wenn wir 16 nicht so unter Druck gesetzt hätten, hätten wir unsere Antworten schon. Und er würde vielleicht noch leben. Wer ist denn 16? Also such dir nach dem Kodex und dem Gewölbe. Ich wusste, du hast einen Vorfahr in Italien, der im Zentrum der Sache steht. Gut, ich denke, wir sind fertig für heute. Ruh dich etwas aus. Mhm. Lucy, was 16 passierte, war nicht dein Fehler. Du bist genauso gefangen hier wie ich. Danke. Gute Nacht, Desmond. Küsschen. Hab dich lieb. Na komm. Ich mag dich. Na, da geht noch was. Gut. Also war ja sehr schwer jetzt gerade. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass sie irgendwelche Ansprüche an uns stellt, aber anscheinend nicht. Gut, ich weiß ja nicht, wo ich jetzt pennen darf. Ich denke mal, das große Bett, was da oben stand, was für mich und Lucy natürlich total ausreicht. Ach, Mensch, Jungs, ne? Darf ich dich mal abmogeln? Nee. Gut, dass ich Hallus habe, ey. Es dauert schon länger, ne? Wer bist du? Ich kann mich hier bloß umgucken. Mehr kann ich nicht machen. Ich kann nichts weiter machen. Ne. Ich konnte mich nur umgucken. Mehr nicht. Was zum Teufel? Heiß, wo bin ich denn jetzt? Was ist das? Wo bin ich? Warte mal, wir rennen mal. Das ist Akon. Und Altair. Wie zur Hölle. Das muss ein Ziel sein. Ich muss eingeschlafen sein und einen völlig abgedrehten Traum haben. Ja. Hab ja auch ewig nicht geschlafen. Sollte mich nicht überraschen.
allem, Alter, ihr jetzt auf immer. Wieso, Alter, ihr? Soll ich der bloß folgen? Weil ich denke ja mal, dass das eine Frau sein soll. Besonders schnell ist sie nicht. Bin ich ja schneller. Ich kann sie nicht umboxen. Das ist schon mal gut. Wir folgen ihr einfach. Cool, wie ich bin. Wo ist sie hin? Hier hoch, okay. Ich folge dir unauffällig. Boah, Tussi! Kannst du mal aufstehen, Onkel? Du bist bloß gestolpert. Wo ist sie jetzt hin? Ach, da oben. Das ist aber nett, dass er nur auf uns wartet, ne? Okay, Tür zu. Und nu? Jetzt rennt die nach da oben. Könnte ich wetten. Warte mal, komme ich von der Mauer hier aus da hoch? Jo. Hops, hops. Lass dir Zeit. Marco nicht. Hey. So war das jetzt nicht geplant. Der sollte eigentlich da sich da an dem Balken festhalten. Er mochte den Balken nicht. Dann eben nicht. Oh, ey, das ist doch nicht mehr normal, oder? Die hat doch gesagt, wenn es nicht länger als 30 Sekunden ist, diese Hallus, ist es nicht schlimm. Aber ich glaube, dass das jetzt schon ein bisschen mehr als 30 Sekunden sind, was ich jetzt hier mache, oder? Was zum Teufel? Ja, kommt, lass mich mal durch hier, Jungs. Ich muss mal ganz schnell. Wo bin ich? Mich hier durchdrücken. Das muss ein Ziel sein. Ja. Ich muss eingeschlafen sein und einen völlig abgedrehten Traum haben. Jetzt glaube ich nicht, dass das ein Traum ist. Sollte mich nicht überraschen. Ich renn mal vor, Tante, ne? Kommst du? Supi. Wir lassen die einfach mal vorrennen. So. Ich mache jetzt mal so, als ob ich das nicht so gut kann wie sie. Weil Frauen mögen das nicht so. Wenn man besser ist. Na nun komm, machen wir ein bisschen schneller jetzt hier. Ein bisschen besser kannst du ruhig schon sein. Das ist gar nicht verboten. Hui! Yay! Frrr. So, und nu? Na nu komm, mach mal ein bisschen schneller. Ey, noch langsamer, wenn ich noch langsamer mache, ey, dann laufe ich rückwärts. So, jetzt müssen wir hier wohl irgendwo hoch. Ich glaube nämlich nicht, dass man das auch so geschafft hätte, die jetzt zu überholen, weißt du? Ich frage mich jetzt bloß, ob das da richtig ist, was ich hier vorhabe, da hoch. Na, wir versuchen es einfach nochmal. So. Nun halt dich doch mal da an den Balken fest. Ich könnte wetten, wenn ich an den Balken dran bammel, dass ich dann da hochkomme. Okay. Irgendwie will er mich jetzt ärgern hier, oder? Sag mal, was soll denn das jetzt? Der will nicht. Wie komme ich jetzt da hoch? Leute? Ah.
Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu blöd. Kann ich so irgendwas sehen? Ja, siehst du? Da muss ich lang. Wird der angezeigt. Aber wie komme ich da hin? Der ist ja zu blöd, dahin zu springen. Da, der hält sich da oben nicht fest. Die Sau. Ich kann auch hier nichts auswählen. Irgendwas. Ey, Alter, ihr. Du müsstest das können. So, Witz. Das riecht mich jetzt ein bisschen auf. Das ist schon ein bisschen nervig jetzt gerade. Wie geht der da hoch? Der ist so blöd. Der ist voll doof. Ja, jo, zur Seite schubsen. Supi, ey. Klopp die Tuf. Was gibt's denn hier noch für Knöpfe? Kann ich das anvisieren? Auch nicht, ne? Natürlich nicht. Ist doch jetzt ein Witz, ey. Der kann sich doch da locker festhalten, so hoch wie der hier hochhopst. Pistbirne. Das kann er jetzt nicht. Sag mal, ist da jetzt ein Fehler oder so? Ist hier irgendwie ein Fehler, den ich jetzt gerade nicht checke oder so? Weil warum bammelt die Laterne hier, wenn ich hier drunter bin? Wie komme ich da hoch? Ich glaube ja nicht, dass hier jetzt noch irgendwie ein Weg hochführt, oder? Ich guck einfach mal. Wir haben ja Zeit, ne? Du hast bestimmt nichts weiter vor jetzt gerade. Weil der... Das ist mir jetzt ein bisschen zu blöd gerade. Nee, das ist wirklich der Weg, ja. Das ist doch scheiße. Ist ja jetzt nicht so, dass das extremst kompliziert ist. Aber der ist halt zu blöd, da hochzuspringen. Und sich da festzuhalten, vor allen Dingen. So, jetzt muss ich da an den Pfeiler. Der springt ja auch nicht aus dem Stand, ne? Jetzt macht das, oder was? Ey, ihr seid doch... Na. Ey, ohne Kommentar. Jetzt auf einmal springt der da. Pisskopf. Ihr wollt mich doch alle bloß ärgern. Das machen die alles mit Absicht. So, und wer bist du? Hey, die Frau aus Akkon. Wie hieß sie noch gleich? Maria, ja. Was er wohl von der will? Wow, okay, das überrascht mich. Aha. Alter, ihr hat eine Frau? Freundin? Die haben jetzt nicht... Aber nur angezogen. Na gut, die haben nichts gemacht. Ordentlich. Die haben nur rumgesnutscht. Moment mal. Warum folge ich nicht Alter ihr? Ich sitze hier mit Maria fest. Oh, Scheiße. Das bedeutet, was für ein abgefahrener Traum. Moment. Die haben ja jetzt gerade ihren Unterleib gezeigt. Kann das sein, dass es um den Nachfolger davon geht? Also das Kind von Alter ihr?
Könnte man so deuten, oder? Komisch. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber es wird spät und wir... Hey, alles klar? Ja, alles klar. Nur komische Träume. Gut. Dann mach dich bereit. Wir sehen uns gleich. Super, die arbeiten da alle und ich penne da. Ah, schön, dass du auch mal kommst. Entschuldigung. Halt die Klappe. Gute Nacht. Was für ein Profi, was für eine Arbeitsmoral. Lass ihn in Ruhe. Tja, entschuldige bitte, dass ich meine Arbeit machen möchte. Verrückt, was? Sean, bitte, das reicht. Okay. Ich mag den nicht. Absolut nicht. Diesen komischen Sean. Gut, ja, machen wir Aufnahmepause. Okay, dann sage ich mal wieder Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Natürlich bewerten nicht vergessen. Und wie das Ganze jetzt weitergeht, wo wir jetzt hinkommen und was das alles mit Altair und dieser Frau zu tun hat, das werden wir dann irgendwann im Laufe des Let's Plays sehen. Und ich sag bis denne dann.